1. Mai, der Tag der Arbeit, wird auch in Grammat-Neusiedl gefeiert. Geschätzte Damen und Herren, liebe Genossinnen und Genossen, auch von mir ein herzliches Willkommen bei unserem 1. Mai-Frühschoppen hier in Grammat-Neusiedl. Einen herzlichen Dank bei der Blaskapelle Horavanka, die uns heute musikalisch zum Mittagessen begleitet. Haben wir gedacht, ich erspare mir diese ewig langen Mai-Ansprachen. Ich glaube, alle, die heute da sind, wissen, wie wichtig der 1. Mai für uns Sozialdemokraten ist. Es ist leider Gottes so, dass das immer mehr in Vergessenheit gerät. Bis vor ein paar Jahren haben wir einen Vogelzug gehabt, einen Mai-Aufmarsch. Es sind leider die Leute nicht mehr dazu bereit, mitzumarschieren. Das ist wahrscheinlich der Grund, weil wir nicht mehr kämpfen müssen. Ich hoffe nur für uns alle, dass wir nimmer mehr in diese Situation kommen müssen, dass wir marschieren müssen, dass wir unter die Leute gehen müssen. Nichtsdestotrotz, ich wünsche Ihnen heute gute Unterhaltung. Wir alle wissen, warum wir heute da sind, warum der 1. Mai ist. Und in diesem Sinne ein Glück auf. Ich darf jetzt unseren Ehrenvorsitzenden, Altbürgermeister Klaus Sokop, ein paar Worte sagen lassen, weil heute Abend ist ganz was Interessantes im Fernsehen, das sollte, glaube ich, keiner versäumen. Klaus, bitteschön. Einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren, liebe Genossinnen und Genossen. Ich möchte darauf was hinweisen. Heute Abend ist auf ORF 3 um 18.35 Uhr wiederum der Film 1-2 wird es Splitter. Dieser Film wurde ja 1987 hier in Grammat-Neusiedl in Mariental gedreht. Es handelt um die Textilfabrik Mariental und um die darauffolgende große Arbeitslosigkeit und die Studie von Maria Hoda. Es ist fast, ich würde sagen fast, eine Dokumentation. Wie gesagt, der Film wurde 87 hier gedreht und alle, die daran interessiert sind, heute Abend auf ORF 3, 18.35 Uhr. Ich glaube, es zahlt sich aus, wieder einmal erinnert zu werden an das Elend, das damals hier in Mariental geherrscht hat, aber auch daran, dass Mariental dadurch mit dieser Sozialstudie von Maria Hoda sehr berühmt geworden ist. Mittlerweile gibt es ja das Museum und wer das noch nicht kennt, der sollte sich auch das einmal anschauen. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, wünsche ich einen vergnüglichen Vormittag und einen schönen 1. Mai. Dankeschön. Nun stellt sich die Frage, woher kommt der 1. Mai-Feiertag? Aus welchem Land kommt der Feiertag? In welchem Land hat der 1. Mai-Feiertag seinen Ursprung? Woher kommt er? Aus Österreich. Was sagen Sie, in welchem Land hat der 1. Mai-Feiertag seinen Ursprung? Wissen Sie es? Der 1. Mai-Feiertag, in welchem Land hat das eigentlich begonnen? Ich glaube in Österreich, ne? Bei uns, oder? Ja. Der 1. Mai ursprünglich ist natürlich aus Amerika, aus USA. Ja, und die haben damals 1886 oder was, haben sie protestiert und haben wollen 8 Stunden am Tag nur arbeiten. Da war ein Aufstand, eine Demonstration und das war der Anfang vom 1. Mai. Ja, richtig. Der 1. Mai-Feiertag nahm seinen Anfang 1886 in der nordamerikanischen Arbeiterbewegung, die genau am 1. Mai einen Generalstreik ausrief. In einer Chicagoer Fabrik für landwirtschaftliche Geräte protestierte man gegen den 12-Stunden-Tag, sodass diese Firma die Arbeiter aussperrte und so 1000 Arbeiter arbeitslos wurden. Sie meinten, sie könnten sie nun leicht durch andere ersetzen. Aber nicht einmal 300 Arbeiter kamen. Das wurde und wird bis heute als großer Sieg der Gewerkschaft gewertet. Was für eine Bedeutung hat der Mai-Feiertag heute noch?
Der Maifeiertag hat für mich persönlich noch die Bedeutung, dass wir immer noch um soziale Gerechtigkeit kämpfen sollten. So wie es einst, als der Mai, also die Maifeiern entstanden sind, gewesen ist. Wir haben heute noch so viele Arme in der Bevölkerung und Bedürftige, dass es auch notwendig ist, am 1. Mai aufzuzeigen, dass man jenen Leuten helfen muss und dass die soziale Ungerechtigkeit behoben wird. Danke.